Herzlich willkommen, Leute, zu einem neuen Projekt von mir, und zwar Football Manager 24. Bevor der 25er FM rauskommt, würde ich gerne im 24er ein bisschen was probieren, und zwar, wie ihr es schon im Titel gelesen habt, die DDR-Oberliga zurückbringen. Und da ist einiges, was ich dazu erzählen will, bevor wir jetzt hier loslegen. Ich werde hier ein bisschen schneiden auf jeden Fall. Das heißt, Dinge, die ich mache, werde ich bisschen schneiden und dann einfach zeigen, was das Ergebnis ist. Und das andere ist, dass ich keinen Unterschied mache zwischen West- und Ost-Berlin. Das heißt, Berlin komplett ist dann ein DDR-Gebiet. Gut, ich würde sagen, wir starten rein. Das Erste, was wir machen müssen, ist natürlich ein Land zu suchen, was wir reaktivieren können. Ja, es gibt einige, die jetzt zum Beispiel kein Ansehen haben und die also sozusagen deaktiviert sind, wie man sehen kann. Und darunter ist ebenfalls auch schon die DDR drin. Das heißt, ich würde einfach sagen, dass wir das nehmen und darauf aufbauen. Gehen wir mal hier auf Bearbeiten rein und wir sehen, ja, okay, wir müssen hier einiges tun. Der Kontinent, der ist wichtig. Wenn ihr hier beim selber Modden zum Beispiel den Kontinent nicht auswählen könnt, dann müsst ihr in einer bestimmten Datei, falls ihr es wissen wollt, dann werde ich dazu nochmal ein Video machen, was umändern. Und zwar gibt es da einen Kontinent Read-Only-Modus und den müsst ihr auf False setzen, sonst könnt ihr Europa nicht auswählen. Und wenn ihr Europa nicht auswählen könnt, dann könnt ihr auch irgendwann die Liga gar nicht erst spielen. So, die Region ist hier Mitteleuropa. So, den Euro nehmen wir hier als Währung rein. Können wir auch suchen. Hier haben wir eine. So, und was ich jetzt noch machen will, ist nebenbei noch Deutschland aufmachen, um die Dinge, ja, an Deutschland anzunähern. Was wichtig ist, weil in meinen Augen ist ja die DDR entspringt in meinem Szenario aus Deutschland heraus, bedeutet, es gibt wenig Unterschiede in Sachen zum Beispiel Ansehen bei den Zuschauern eventuell, aber auch eben bei den taktischen Attributen und so weiter. Wird übernommen aus Deutschland. So, wir wechseln mal hier wieder zur DDR. Deutschland hat auch kein Nationalstadion, deswegen werde ich hier auch keins reinnehmen bei der DDR. Ansehen werden wir. Ich kann hier leider, glaube ich, nicht auf Kopieren gehen und dann hier drüben wieder einfügen, oder? Doch, kann ich, aber ich werde das Ansehen doch etwas nach unten schrauben und zwar um 1000. Bei den Zuschauerzahlen, mindestens Zuschauer, würde ich schon auf, da es auch kleinere Stadien gibt in Ostdeutschland oder mehr kleinere Stadien als allgemein in Westdeutschland, würde ich das schon so machen, dass wir die Mindestzuschauerzahl auf 5000 machen und die Zuschauer derzeit so, machen wir es mal auf 20.000. So, damit hätten wir die ersten Details drin. Schauen wir mal in die Infos rein und da sehen wir, okay, hier ist so einiges, was wir einstellen können und müssen. Vergleichen wir das mit Deutschland. Deutschland hat einen Öko-Faktor von 19, 20, 8. Ich würde sagen, wir machen dasselbe hier rein, denn wie gesagt, es ist ja nur die. Ja. So. Ja, bis zur Einbürgerung 8. Dann haben wir mehrere Co-Trainer zulassen. Mal auf Ja. So, dann fortlaufend 19 entwickelt das Land und sehr wichtig. Fortlaufend. Dann 19 entwickelt das Land und sehr wichtig. So, Mitglied im Weltverband sind wir auf jeden Fall. Ansonsten. Ja, wird es das nicht geben. Wir geben hier ein 2022. Ich werde auch die Teams in der DDR-Oberliga basierend auf die Saison 2022 und 2023 wählen. Ranglistenpunkte geben wir uns mal 500. Einfach nehmen. Wahrscheinlichkeit eines ausländischen Trainers war hier schon drin. Das ist schon bei 10. Das lassen wir mal. 12 und 155 würde ich jetzt
Ich finde, Ostdeutschland hat nicht so eine gute. Ich würde hier einfach mal eine 140 reinmachen. Einfach ein bisschen geringer als in Deutschland. Beim Europa-Koeffizienten, das ist ja, das ist die 5-Jahres-Wertung. Haben wir in der Saison 2022-23 Punkte gesammelt? Ich glaube nicht. Das heißt, wir starten bei 0 und die DDR-Oberliga muss sich in der 5-Jahres-Wertung erstmal nach oben arbeiten. So. Dann die taktischen Attribute, ich würde sagen, die werden einfach kopiert. Das heißt, wir gehen auf 14, also ich werde das schneiden natürlich. Also, ich habe ein Heimtrikot hinzugefügt. Das ist dann, das Trikot ist schwarz, die Hose ist rot und die Socken sind gold. Auswärtstrikot sieht dann so aus: blau mit schwarzer Hose und roten Socken. Beim Heimtrikot des Torwarts habe ich grün gewählt. Beim Auswärtstrikot komplett weiß. Gehen wir weiter und zwar in die Mitarbeiter und Spieler. Na, gucken wir mal, was hier eigentlich Sache ist. Also Kapitän, okay. Aufgaben, okay. Und berühmte Spieler, das haben wir alles in der DDR jetzt erstmal nicht. Das heißt, das werden wir erstmal außen vor lassen. Gehen wir in die Beziehungen rein und zwar in die rivalisierten Nationen. Und da können wir auf jeden Fall Deutschland reinnehmen. Da haben wir Deutschland. Das ist für mich eine rivalisierende Nation. So, dann als EU-Staaten behandelte Nationen. Das werden wir genauso machen. Also wir wählen die hier aus. Das hier aus. Ich hoffe, das kann ich jetzt kopieren. Kann ich das jetzt alles so kopieren? Oder mal schauen, ob ich das jetzt so hier einfügen kann. Nee, kann ich nicht. Okay, dann muss ich das mal so einfügen. Also bis gleich. So, also ich habe jetzt das genauso eingefügt, wie es auch bei Deutschland ist. Wie gesagt, ich finde, man muss da ein bisschen was übernehmen bei den Sprachen. Schauen wir mal rein. Deutsch und Englisch machen wir hier genauso. Also Suche, Bedingung, Name, Deutsch. Deutsch auf 100 und dann machen wir noch Englisch rein. Aber das auch auf 50. So, da hat man die Sprache drin. Dann schauen wir auf die Transfers und Verträge. Also Transfervorlieben. Uff, okay. Das sieht interessant aus. Transfervorlieben, bestimmte Nationen haben wir hier auch nicht. Das heißt, wir gucken mal, ob wir da ein bisschen was übernehmen. Bei der DDR würde ich aber auch sagen, dass man auch gerne mal aus den osteuropäischen Ländern Transferverlieben einer Nation beeinflussen das Herkunftsland und das voraussichtliche Alter der Spieler, die auf dem Transfermarkt dieses Landes am häufigsten auftauchen. Okay, gut. Also, das füge ich jetzt hier auch noch mit ein. Mal sehen, ob ich das jetzt kopieren kann oder nicht.
So, also, ich habe jetzt alles hinzugefügt. Bei den Transfervolumen habe ich mir ein bisschen was abgeguckt, aber ich habe jetzt nicht alles hinzugefügt. Für die DDR habe ich jetzt mal noch Tschechien hinzugefügt, Polen, weil das halt einfach direkte Nachbarländer sind. Ich habe auch Deutschland hinzugefügt und bei Deutschland habe ich ebenfalls die DDR mit hinzugefügt, weil man einfach ja direkt nebenan ist. Beim Kontinent habe ich es genau gleich gemacht. Das habe ich einfach übernommen. Bei der Region habe ich es auch übernommen. Transferwerte habe ich auch so gut es geht übernommen. Da ist es mir, ja, da ist es manchmal um 1 Euro hin und her. Es ging automatisch. Bei den wöchentlichen Gehältern ist es genauso. Sponsoren habe ich auf 0 gesetzt, genauso wie hier. Vorher war tatsächlich was bei der DDR an Sponsoren mit drin. Steuerregelungen habe ich genau gleich hinzugefügt, nur dass es da wieder teilweise um den Euro sich verschiebt, warum auch immer. Rekorde habe ich jetzt keine hinzugefügt, Pokalgeschichten auch nicht. Spieltagstermine waren schon vorher genau gleich eingestellt. Genau. Das wäre jetzt die DDR. Die haben wir jetzt hinzugefügt. Perfekt. Okay, das nächste, was wir machen, ist die Region, also die lokalen Regionen und die Städte zur DDR hinzuzufügen. Ich habe das schon mal mit Sachsen gemacht, einfach mal ausgetestet. Ich habe die regionale Region oder lokale Region Sachsen gesucht, habe die zur DDR hier hinzugefügt und bei den Städten, da habe ich einfach alle ausgewählt, auf Bearbeiten gedrückt und habe dann auf die DDR als Land hinzugefügt. Das gleiche machen wir jetzt auch noch mit Sachsen-Anhalt. Gucken wir mal rein. So, Sachsen-Anhalt an sich steht ja hier Deutschland da. Wir machen daraus die DDR. Bei den Städten, wie gesagt, da wählen wir wieder alle aus. Hier hin, gehen auf Bearbeiten und wählen auch hier Deutsche Demokratische Republik aus. Sehr gut. Dann gehen wir nach Thüringen. Hier haben wir Thüringen und hier steht auch die Nation Deutschland da. Das wird auch zur DDR. Und auch hier alle Städte, die zu dieser Region gehören, die fügen wir jetzt der DDR hinzu. So. Dann. Was haben wir noch? Wir haben noch Brandenburg. In Brandenburg, da haben wir ebenfalls die DDR. Bei den Städten haben wir ebenfalls, und das sind ein paar mehr, cool, 81, naja, geht. Bearbeiten und da werden wir mal die DDR auswählen. Sehr gut. Dann haben wir noch Mecklenburg. Mecklenburg-Vorpommern wird auch zu DDR-Gebiet. So, und wie ich es schon bereits angekündigt habe, gleich bei Berlin, alles, was zur Region Berlin gehört, alle Vereine, die in Berlin und in der Region Berlin sind, egal ob es West-Berlin oder Ost-Berlin ist, werden zur DDR gehören, einfach der Einfachheit halber. Das heißt, zum Beispiel Hertha BSC wird mit in die DDR kommen. Wir schauen mal hier rein, wird es bestimmt geben, Berlin, genau, hier haben wir Berlin. Machen wir zur DDR und hier haben wir auch nur die Stadt Berlin. Es gibt also kein Ost- oder West-Berlin. So, das machen wir ebenfalls zur DDR. Gut, dann haben wir das Ganze für Deutschland gemacht. Ich werde das Ganze nochmal abspeichern und zwar als DDR01. Immer noch DDR01. Und als nächstes müssen wir uns mal die Spieler angucken. Die Spieler werden natürlich auch Geburtsland DDR haben und alle, die im Geburtsland oder in der Region DDR geboren worden sind, also auch in diesen Bundesländern, werden auch die Nation DDR bekommen und auch nur für diese Nationalmannschaft spielen dürfen. Auch hier der Einfachheit halber. Okay, also die Bundesländer und Städte gehören jetzt zur DDR. Schauen wir einfach noch mal nach, ob das wirklich so stimmt. Zwar
Sachsen. Und die gehört zur Nation DDR. Jetzt gibt es natürlich auch Personen, die zur DDR hinzugefügt werden müssen. Das heißt, wir gehen mal auf, ich werde hier aber mal die Maximalanzahl heruntersenken auf 1000 Personen, weil ich denke nicht, dass es mehr als 1000 sein werden. So, dann werden wir mal die das Geburtsland müsste es jetzt schon geben. Sehen. Deutsche Demokratische Republik. Ja, also die haben jetzt hier schon das Geburtsland mit drin. Also zum Beispiel der Herr Groß. Gucken wir mal rein. Der hat schon die DDR drinne und hat als Nation Deutschland. So, was ich machen will, ist, dass alle, die die Nation Deutschland haben und das Geburtsland Deutsche Demokratische Republik, das heißt, die derzeitige Nation ist die Geburtsland, Alter, Verein, Vertrag, Nationalelf, Land, mal gucken, Land, Nation, irgendwas davon. Nation ist Deutschland. Deutschland. So, das heißt, wir haben jetzt hier 1000 Zeilen. Gucken wir mal, ob wir hier doch noch ein bisschen höher gehen müssen. Gehen wir mal auf 10.000 Filter anwenden. Wie viel sind wir jetzt? Wir sind bei 7.432. Das heißt, okay, es gibt 8.152, die die Nation Deutschland haben. Also Personen und als Geburtsland die DDR. Das können wir mal hier hinzufügen. Sein aktueller Sitz, die können wir mal ersetzen. Geburtsland. Schauen wir mal rein. Da müsste jetzt überall hier eine DDR dastehen. Genau, also wir haben hier Geburtsland DDR. Ja. Dauert kurz, genau. Geburtsland ist DDR und die aktuelle Nation ist Deutschland. Bei allen werde ich jetzt die Nation auf Deutschland ändern. Auf DDR. So. Alle. Müssen wir mal kurz gucken, ob wir hier ein. Genau, hier gibt es auch welche von Union Berlin, Magdeburg. Ist denn hier auch einer? Ich mache erstmal bearbeiten. Das sind jetzt 8.152 Bearbeitungen. Das wird jetzt eine Menge sein. Das wird jetzt auch lange dauern. Ich hoffe, mein PC hält das aus. Aber das sind jetzt die. Mal kurz. Also ich habe Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und auch noch den Herrn Wittke. Berlin und Mecklenburg-Vorpommern. Das habe ich jetzt gemacht. Jetzt, bevor ich jetzt noch Clubs hinzufüge zu den Nationen, werde ich mal kurz hier werde ich die Länderregeln hinzufügen. Die DDR ist hier. Aber vorher machen wir hier. Zack. Andere Länder. DDR. Sehr schön. So, die Einstellungen sind wie folgt. Das habe ich mir aus Deutschland abgeguckt. 20. Juni, 28.07. 28. Komm. Okay, ich mach das jetzt so. 28.07. 2023 und 28.05. Also hier 28.05.2024. Das sieht sehr gut aus. Beenden wir. Das sind jetzt die Länderregeln für die DDR. Das steht jetzt auch nicht da, dass es steht jetzt auch da, dass es nicht verifiziert ist. Sehr gut. Was ich jetzt machen möchte, ist Folgendes. Ich werde jetzt Vereine noch der DDR hinzufügen. So, dann gucken wir mal nach. Ja, jetzt ist natürlich Ligenniveau, folgende Liga. Ist hier eine
Müssen wir mal gucken, ob wir hier Region ist. Haben wir alle Sachsen. Zack. Ja, hier haben wir alle Sachsen. Perfekt. Und die sind jetzt immer noch in der Nation Deutschland. Das Ding ist bei RB Leipzig, liebe Freunde, Ankündigung. RB Leipzig wird zu FC Leipzig umbenannt. Also RB wird sich rausziehen. Und dieses Team wird, naja, sehr, sehr viele Schulden haben, sodass sie, wenn das alles aufgebaut ist, dann irgendwann zu, ja, absteigen. Also Zwangsabstiege werden auf jeden Fall noch dazukommen. Also ich werde jetzt hier erstmal alle, die, guck mal, hier haben wir jetzt noch welche, die, genau, also mal kurz hier noch eine Bedingung hinzufügen, und zwar die Nation ist Deutschland, weil da gibt es ja noch welche, die jetzt gar keine Nation mehr haben, die es gar nicht mehr gibt. Also wir haben 57 Vereine hier aus Sachsen. Machen wir A, bearbeiten. Und dann machen wir hier Deutsche Demokratische Republik, Deutsche Demokratische Republik und Deutsche Demokratische Republik. Sehr schön. Dann Sachsen, Anhalt. Auch hier. Zack. Bearbeiten. Deutsche Demokratische Republik, Deutsche Demokratische Republik und Deutsche Demokratische Republik. Dann Thüringen. Da haben wir auch einige. Arbeiten. Deutsche Demokratische Republik. Sehr gut, die gehören jetzt alle zur DDR. Dann Brandenburg. Hier auch nochmal Steuerung A drücken. Zur Sicherheit. Bearbeiten. Und jetzt hier auf DDR. DDR und DDR, sehr gut. Dann Berlin. Das wird jetzt interessant. Wie viele Berliner Clubs haben wir hier? 66. Auch Hertha BSC wird dazugehören. Wie gesagt, ich habe schon mehrfach gesagt, ich mache keinen Unterschied zwischen dem Ganzen. So, Deutsche Demokratische und hier auch. Und auch das hier. Sehr gut. Dann nur noch Mecklenburg. Und hier haben wir 42. Da wird jetzt hier zum Beispiel auch Hansa Rostock dabei sein. Genau. So, bearbeiten. Deutsche Demo und Deutsche Demokratische Republik. Sehr gut. In der nächsten Folge werden wir dann weitere Änderungen vornehmen und dann endlich eine Liga zu haben, nämlich eine erste Liga. Ich werde das Ganze jetzt hier erstmal abspeichern und zwar als DDR 0.2. Da werden wir dann das nächste Mal weitermachen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao.